Bevor das Spektakel beginnt, möchte ich die Aufgabenstellung für die Anmoderation erklären. Bei Nichteinhaltung droht das Zupfen der Augenbrauen. Harald soll den Blick neben der Kamera fixieren, ein Kompliment machen und latent tanzen. Frank soll einen Häschensprung machen, sich verbeugen oder klatschen und zuprosten. Viel Spaß! Aber da glänzt der Trüg, eure Erwartungen werden nicht erfüllt. Was ausschaut wie Professionalität, ist eigentlich Unvermögen. Unser Unvermögen ist unsere Seriosität, das haben wir uns fort erarbeitet. Heising für sie ist Niveau. Für sie das Niveau. Ja, Heising für sie das Niveau. Es singt halt für sie das Niveau. Da wär man nicht, aber was heißt es schon, mit Dummheit sorgst für Diskussion. Was ausschaut wie Professionalität, ist eigentlich Unvermögen. Unser Unvermögen ist unsere Seriosität, das haben wir uns fort erarbeitet. Heising für sie das Niveau. Es singt halt für sie das Niveau. Ja, Heising für sie das Niveau. Es singt halt für sie das Niveau. Willkommen zu Theoretisch Lustig, ein Sendeformat für experimentelle Komik. Mein Name ist Harald, ich studiere Kommunikationswissenschaft und bin hoch erfreut, eine Sendung vorzustellen, die zumindest theoretisch lustig ist. Kann man verwerten. Kann man schneiden. Und zwar mit den besten Mitstreitern, die ich auflesen konnte. In alphabetischer Reihenfolge Frank und Markus. Frank, du schaust übrigens sehr gut aus. Frank, Psychologe und Freigeist, der nicht kann, wenn jemand zusieht. Und Markus, Bummelstudent auf dem Weg zur Größenidee. Hallo. Warum macht man das? Warum begibt man es in die Öffentlichkeit? Ich habe da mal geschaut und es gibt ja drei verschiedene Muster. Einerseits, weil man aus Unsicherheit die Flucht nach vorn angreifen will. Zweitens, weil man auf Ehrgeiz und Selbstdarstellung ausgelegte Persönlichkeit hat. Oder weil man Geld damit verdienen will. Frauen. Frauen? Frauen, Harry, Frauen. 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 Ach, das war doch schlecht jetzt. Cut! Frank, wie schaut das bei dir aus? Was hast du für Gründe? Warum geht man zum Fernsehen? Warum macht man sowas? Man könnte doch irgendwas Anständiges machen, oder? Also, warum gerade jetzt? Warum eine Fernsehsendung? Gute Frage. Haben wir uns natürlich auch gestellt. Und die einzige Antwort ist einfach die, wir glauben, dass wir einfach bereit sind dafür. Wir sind bereit, die Welt ist bereit. Ihr seid bereit. Und jeder von uns dreien hat natürlich seinen eigenen Grund mitgebracht, warum er jetzt gerade heute hier ist. Und
Dem einen geht es im Wesentlichen darum, Frauen kennenzulernen. Der dritte braucht unbedingt eine Ersatzkarriere. Und dem zweiten geht es einfach nur darum, seine Mama stolz zu machen. Moment. Einer von euch hat noch nicht gelacht. Das müssen wir jetzt nachholen. Ach ja, und warum FS1 und nicht irgendein Sender? Da hat uns letztendlich folgender Werbespot überzeugt. Prost! Also ich habe ein paar Slogans vorbereitet, Burschen. Vielleicht kennt ihr die bewährten. Theoretisch lustig, auf die Verpackung kommt es an. Spaß haben ist das verbindende Element. Passt irgendwie schlecht zusammen, schwer zusammen. Ja. Aber das erste finde ich cool. Ja, ich auch. Ich finde. Ja. Theoretisch lustig, gewöhnliches für ungewöhnliche Leute. Philosophieren, wenn es jubiliert. Der erste Teil passt gut. Und dann wird es ein bisschen holprig. Ich find, also irgendwie lang und ich, macht das Sinn mit dem Jubilieren? Ja, ich finde, das macht schon Sinn, weil der erste Abschnitt heißt ja, wir sind ungewöhnlich und der zweite ist, wir feiern. Na, gewöhnlich ist für ungewöhnliche Leute. Ja, das heißt, es ist ungewöhnlich. Na, wir sind gewöhnlich. Ja, aber wenn etwas gewöhnlich ist für ungewöhnliche Leute... Wir nehmen uns zurück und heben das Publikum hervor. Und das geht ja schleimen und so. Theoretisch lustig. Niemand philosophiert fantastischer, aber fast jeder erotischer. Damit unterschätzt uns irgendwie, finde ich. Also das jetzt, ja. Weil ich finde ja, man geht ja mit dem Körper durch die Welt. Und der Körper ist da und der wirkt. Und ich glaube, dass eine gewisse Erotik ist, zumindest bei mir, da. Ja, ich spüre es auch gerade so. Gut, vielleicht gefällt euch der Nächste. Theoretisch lustig, mit dem umwerfenden Duft der Freundschaft. Oh, das ist süß. Das mag ich. Der ist genommen. Theoretisch lustig, für die Sekunden der Einsamkeit. Das ist irgendwie sowas Schnelles, ja, Liebiges. Ja, finde ich auch nicht gut. Ich finde, für die Sekunden der Einsamkeit. Kannst du das wegmachen? Das ist ein Viech. Ah, okay. Das würdigt das ja uns auch irgendwie herab, oder? Wir sind der Quickie sozusagen. Ja? Wir sind schnell, jetzt brauche ich was schnell. Wo bleibt die Qualität? Die geht verloren. Theoretisch lustig für junge Schlingel, unterhalten bis es blutet. Oh, bluten finde ich gerade, ist bei mir persönlich ein schwer besetztes Thema. Reizthema. Muss ich erstmal drüber kommen. Bluten, das hat für mich irgendwas mit Arschficken. Das ist die erste Sache, die ich mir Schlingel. Bis Blut ist die erste Assoziation, die mir einfällt. Okay. Kann ich mich nicht anfreunden. Nächster Slogan. Die Erregung und die hermeneutischen Grenzen des Geistes. Theoretisch lustig. Ich kann mit dem Slogan, ich verstehe nicht. Das ist das Problem. Ich verstehe nicht. Da wären die Grenzen wieder drin. Erregungsgrenzen? Na, deine Grenzen. Also jetzt unabhängig vom Slogan? Ja. Ja, das sind die Grenzen. Okay. Und alle Neider stehen stumm. Welch erregendes Entzücken. Theoretisch lustig. Alle Neider stehen stumm. Gefällt mir. Ich finde, es ist lyrisch ein Traum. Hat in einem Slogan nichts zum Suchen. Weißt du, ist das Gewicht irgendwie nicht auf theoretisch lustig? Also das ist mein Eindruck. Mein Eindruck. Ich habe keine Meinung dazu. Okay. Ja gut, also einen habe ich noch. Ja. Theoretisch lustig, die listige Potenz der Philosophie. Mhm. Können wir diskutieren, glaube ich. Mhm. Weil ich glaube, unser Schwerpunkt ist jetzt, liegt nicht auf Philosophie. Nicht? Wieso? Ja, schau dir mal unsere Produkte an. Sagen wir es doch, wie es ist. Es ist Klamauk. Okay. Ja, sagen wir es doch. Das ist wohl schön, wenn wir das uns als Ziel setzen, aber
Können wir da cutten? Es wird ein ganzes Stück Arbeit werden. Wir freuen uns, wenn wir los sind. Wo sollen wir sie denn hingeben? Irgendwo da drüben. Okay. Hey, das ist gar kein Bulle. Was? Das ist gar kein Bulle. Ach, das ist gar kein Bulle. Ach, das suchst du. Kann ich schon. Was? Bummelstudent. Der hat 17 Studienrichtungen ausprobiert. 10 Semester gebraucht. An 4 verschiedenen Unis. Das kann gar nicht sein. Von Elektrotechnik bis Philosophie. Das habe ich auch gelesen. Der Typ soll eine Entscheidungsschwäche gelitten haben. Angeblich. Nach 10 Semestern hat er dann Soziologie studiert. Nicht? Was Markus, du bist ja auch so ein Bummelstudent, oder? Was heißt denn das eigentlich? Hast du Definition? Ich weiß nicht, schauen wir nach. Und was heißt es für dich? Ja, für Studium länger brauchen als geplant oder als vorgeschrieben. Also da steht, Bummelstudent ist die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Studenten, der die Freiheiten des Studienlebens nicht dazu verwendet, seinem Studium nachzugehen, sondern den Verlockungen der Möglichkeiten einer intensiven Freizeitgestaltung nachgibt. Ich muss sagen, ich hab Schwierigkeiten im Studium. Und das wird natürlich ungut beäugt. Also ich merke das natürlich, dass der Druck steigt. Und ich war letztens waren wir fort und da habe ich Anna erzählt, dass ich eben vorher Biologie studiert habe und dann jetzt wiederhole mein aktuelles Studienjahr. Und die ist dann aufgestanden und ist gegangen. Ja. Ich habe zum Beispiel gehört von einem Bekannten, dass... Also ich kann es eigentlich sagen von meinem Therapeuten, dass bei ihm ein Typ in der Praxis war, der immer studiert hat, der hat nie zum Arbeiten begonnen. Und was sich dann im Verlauf der Therapie herausgestellt hat, ist, dass er einfach Angst gehabt hat zu arbeiten, weil er sich irgendwie der Situation nicht gewachsen gefühlt hat. Schauen wir noch weiter, es geht glaube ich noch weiter. Also sie zeichnen sich auch durch eine lange Studiendauer aus und geringe Studienleistungen kommen raus. Sie legen oftmals keine Examen ab oder tun dies erst nach langer Studienzeit. Das wird auch wie so eine Krankheit in mir, so eine Störung. Quasi so hört sich das an. So. Wo gleich wieder so ein Stigma reinkommt. Man funktioniert nicht. Man funktioniert nicht in der Gesellschaft. Und man unterwirft sich nicht dem Verwertungsprozess. Ja. Fällt mir jetzt gerade ein. Cui bono, ne? Wem nützt es? Ne? Genau. Eher die vom System halt profitieren sozusagen. Genau. Und da schließe ich jetzt an, das Studium. Man sollte schnell mit dem Studium fertig werden, dass man in dieses System passt. Mhm. Und ich sage, ja, es ist außergewöhnlich, es gehört in die Zeitung, aber es ist eindeutig tendenziös. Es ist tendenziös, ja. Das sagen wir mal wieder. Ja. Das sagen wir mal. Aber ich finde, es ist kein Problem. Das Bummeln. Das Bummeln. Ja, ich finde auch, weil... Ja. Sollen es halt Steuern zahlen, die wirklich arbeiten und mich unterstützen dabei. Meine Eltern. Danke Mama, danke Papa. Es ist ja so, dass Akademiker und Studenten oft belächelt werden. Du kennst das wahrscheinlich auch, du auch. von den richtig arbeitenden Menschen. Mhm. Abito, richtig Arbeit. Studium ist... harte Arbeit. Mein Vater immer denkt, was machst du denn halt? Hallo Papa. Man sitzt im Zimmer und wälzt Bücher bitte. Das ist vergleichbar, das ist absolut vergleichbar mit anderen Arbeiten. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen das Verbindende, glaube ich, mehr in den Vordergrund stellen, oder? Von was? Wir müssten mehr rausgehen und den Leuten sagen, dass... Ja, und das ist... Dass es zwar stimmt, dass wir was Besseres sind, aber...
Das ist echt, dass es trotzdem Gemeinsamkeiten gibt. Das ist echt interessant, weil... Darf ich mal einhaken? Wie verstehst du das jetzt? Wie kannst du das vor dir selber rechtfertigen, zu sagen, dass wir was Besseres... Ohne wie meinst du das? Wir sind was Besseres. Ich wollte die Diskussion am Herzen. Das heißt, mein Vorschlag für heute ist, einen Stammtisch auszurichten mit Akademikern und mit Menschen. Hört, hört. Alter. Okay. Was möchtest du sagen? Ja, du hast gerade Menschen mit Akademikern gegenübergestellt. Mhm. Und? Okay, vielleicht bringen wir das zu Ende. Ich habe ein kurzes Quiz für euch. Kurz drei Fragen. Mhm. Vielleicht gibt es ja eine Einschätzung, ob... Ja. Wie lange, damit wir wieder ein bisschen zum Studententhema zurückkommen, wie lange dauerte die längste Vorlesung im deutschsprachigen Raum? Eine Woche, sage ich. Bist du deppert? Was ist Vorlesung? Vorlesung? Mhm, Vorlesung. Also an verschiedenen Tagen? Ja, das muss ja irgendwas sein. Na, durchgehend. Also durchgehend, es ist durchgehend. Dann sage ich eine Woche, ja. Du kannst doch nicht eine Woche, jetzt habe ich schon gesagt. Ja, wann sollen die denn schlafen? Ja, wann schläfst du in der Vorlesung halt? Ist ja klar. Ich sag 12 Stunden. 52 Stunden. Gesellschaft und Technik. Schau, in der Vorlesung müssen die wohl pennen dann. Es war sogar das Rote Kreuz da, um mögliche Marienerscheinungen zu behandeln. Marienerscheinungen? Hey. Habe ich gelesen. Marine? Achso, weil ja, die cool. So fertig sind, oder was? Ja. Nächste Frage. Wie lange war die längste Studiendauer eines Studenten? 12 Jahre. Hätte ich auch so gesagt. 12 Jahre? Mhm. Es waren unvorstellbare 100 Semester Medizin an der Uni Trier. Das sind 50 Jahre. Ja, ich habe es ungefähr ausgerechnet. 50 circa. Puh. 50 Jahre, oder? Das ist ja. Und ist der Arzt geworden dann? Oder gleich in Pension gegangen? Das ist doch der Traum von jedem, oder? glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zu einem gesunden, guten Leben gehört auch. Teil der Gesellschaft zu sein. Mhm. Des Ganzen. Des Ganzen. Okay, nächste Frage. Wie viele Seiten umfasste die kürzeste Doktorarbeit aller Zeiten? 5. Ohne Deckblatt, ohne Literaturverzeichnis? Das habe ich nicht. Aber wenn es nur kurz ist, ich sage 5. Doktorarbeit? Ja, dann sage ich 30. Seiten? Ja. Die kürzeste Doktorarbeit war 3 Seiten lang. Eine Arbeit über Naturmedizin gegen Impotenz im mittelalterlichen Persien. Und das gab es nicht viel Literatur, oder? Okay. Vielleicht war es einfach nur Qualität über Quantität. Kann man sich überlegen, wenn alles drinsteht. Und ich habe nicht in Erfahrung gebracht, ob der Student mit den 100 Semestern auch die dreiseitige Arbeit geschrieben hat. Steht irgendwo im Raum, oder? Also steht im Raum, ja. Ja. Steht im Raum. Gut, das war's. Ja, passt. Mit dem Studententhema. Okay. Schön, dann kommen wir. Wir haben jetzt gerade gehört, das ist ein allgemeines Phänomen. Das heißt, Salzburg ist auch betroffen. Bummelstudenten gibt es überall wie Sand am Meer. Wir haben uns der Thematik angenommen und was dabei rausgekommen ist, zeigen wir euch jetzt. Wir von Theoretisch Lustig haben uns entschlossen, einen Bericht über die Nachtschicht zu drehen. Das ist eine Kooperation der Unibibliothek und der ÖH. Und da geht es darum, dass man lerngehemmten und prokrastinierenden Studierenden eine Möglichkeit gibt, ihr Studium doch noch abzuschließen. Die Devise lautet, das wird eng. Und wir schauen jetzt in die Hauptbibliothek und haben verdammt! Wann geht die Feier los? Entschuldigung. Und wie findest du hier so die Stimmung? Insgesamt, also wenn man sich umschaut. Finde ich super, mir gefällt es sehr gut. Ich werde hier motiviert. Unten beim Buffet ist die Stimmung eigentlich immer sehr ausgelassen. Büffeln, lernen, tigern, bis dem Papi die Cola ausgeht. Wer kennt das nicht? Wie viel trinkst du da so durchschnittlich? Trinken? Das geht ja hier bis 2 Uhr, machst du durch? Weiß ich noch nicht genau. Kommt drauf an, wie es mir geht.
durch das ich noch länger da bleibe, sind dem noch kein Ende gesetzt. Ja, das hält natürlich wach. Aber kannst du gut tanzen? Tanzen haben wir heute eigentlich nicht dabei. Ein Zustand, dem die ÖH Salzburg so nicht mehr lange zuschauen kann und versucht, mit raschen Maßnahmen gegenzusteuern. Ich bin heute da, weil ich durch die Nachtschicht endlich die Möglichkeit habe, dass ich meinen inneren Schweinehund überwinden kann. Die Devise lautet Nachtschicht, um Nachzüglern die Möglichkeit zu bieten, eine letzte Zuflucht vor dem Prekariat zu finden. Wie ist denn die Idee zu dem Fest geboren worden? Wir machen wenigstens eine Special-Nacht und ja, jetzt gibt es das eigentlich schon das dritte Mal. Es kommt super gut an und ja, wir werden es auf jeden Fall beibehalten. Dieses Jahr gibt es ja ein ausgiebiges Rahmenprogramm. Es gibt ja Fitness- und Konzentrations- und Entspannungsübungen. Jetzt ist das Publikum vielleicht eher langsam unterwegs im Studium. Glaubt ihr da, dass Entspannungsübungen gut sind in der Situation? Sie sollen eben beruhigen und die Konzentration stärken. Und ich muss wirklich sagen, dass es echt was bringt. Wie ist denn eigentlich zur Namensgebung gekommen? Wisst ihr da was? Warum hat es Nachtschicht? Es hat ja in Salzburg mal ein Nachtlokal gegeben, das Nachtschichtkassen hat. Ist es dann vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt worden? Oder dass sie vielleicht ein paar Partytiger da verirren auf sie? Vielleicht können wir ja genau durch das die Partytiger herlocken und überzeugen, quasi, dass es auch andere nächtliche Aktivitäten, sagen wir so ein bisschen spannender sind wie nur Party. Ja? Gegen Motivationsprobleme und Schreibblockaden hilft gemeinsames Schreiben. Wie ist es, weil gemeinsam schreiben sollte man eigentlich nicht. Ist das so vertretbar von der ÖH? Das ist ja kein gemeinsames Abschreiben, sondern du pusht quasi den inneren Schweinehund und nimmst die Motivation von den anderen mit. Also den Dreh bei der Nachtschicht haben wir jetzt hinter uns gebracht. Was ist der Resümee? Ich habe das Gefühl, ich habe ein besseres Verhältnis zu meinem Körper jetzt. Ich konnte mich mal wieder spüren. Ja, ich bin auch ein bisschen durch den Wind, ich weiß nicht. Ich glaube, es hat was angestoßen. Okay, beenden wir das. Lokales. Polizisten zwingen Muslime am Strand Burkina auszuziehen. Was hältst du davon? Burkina Faso liegt nicht am Meer. Was? Es geht um Emanzipation. Ja, die Unabhängigkeitserklärung liegt 70 Jahre zurück. Markus, es geht um Frauen. Ja, gut, demografisch weiß ich jetzt nur, dass das Durchschnittsalter bei 17 Jahren liegt. Hast du überhaupt zugehört, was er gelesen hat? Ja, also ich denke, den Kampf muss man den Frauen überlassen. Also ich habe da auch einen feinen Artikel dazu. Also da geht es um ein Interview von der grünen Chefin Eva Klawischnik und der Theaterschauspielerin Lotte Tobisch, und die werden dann gefragt zu patriarchalischen Strukturen. Und dann sagt die Eva Klawischnik, ich zitiere: Ich hatte zum Beispiel eine Kollegin, die musste ihren Mann fragen, ob sie einen Kochkurs machen darf. Und die Tobisch geht drauf ein und sagt: Na gut, wenn die so blöd ist und fragt. Und ich denke wirklich, dass die Frage des Burkinis, ja, das halt das anschneidet, liegt eigentlich den Frauen, bei den Frauen, das zu äußern und auch dafür einzutreten. Also. Aber die Frage ist ja, ob der Burkini die Frau nur einschränkt oder ob sie dadurch auch Freiheit erlangen kann. Weil ich war in Frankreich und es war so, dass dort ist es ja, glaube ich, in Teilen von Frankreich ist es verboten, einen Burkini zu tragen. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen in anderen Teilen Frankreichs, glaube ich. Das ist einfach generell gesellschaftlich ein bisschen geächtet, dort einen Burkini zu tragen. Und wir waren dann am See und wir haben das auch öfter erlebt, dass muslimische Frauen dann eher gegen Abend mit Gewand ins Wasser sind. Mhm. Und ich denke mal, ein Burkini ermöglicht dann Frauen halt auch während des Tages ins Wasser zu gehen und nicht nur erst dann, wenn quasi die Gesellschaft oder die Menschen, die am Strand sitzen,
nicht mehr da sind. Mhm. Ja. Ich hätte noch. Ich habe da noch einen Artikel gefunden. Da geht es darum, um Being a Muslim Women in Europe. Oder wahrscheinlich a Muslim Woman in Europe. Und ein Zitat von einer Soziologiestudentin aus Frankreich, weil wir gerade sind, war: This piece of clothing has broken my chains. Was ich sehr interessant finde, weil man sich anscheinend durch den Glauben selbst Ketten auferlegt und dann genau solche Sachen braucht, um das halt praktikabel im Alltag zu halten. Und eine Studentin aus Belgien hat dann gefragt, how is it possible in a modern world tanning naked is accepted, but keeping your clothes on at the beach is not? Kannst du das mal übersetzen? Bitte, weil ich... Vielleicht ja, spricht ja nicht jeder. Wie ist es in einer modernen Welt möglich, sich nackt in der Sonne zu bräunen, aber es ist nicht akzeptiert, angezogen am Strand zu sein? Also mit Bikini jetzt praktisch. Mhm. Und ja, ich finde, das ist echt eine Frage, wo man sich eigentlich an den Kopf langen muss. Weil ja praktisch das Nacktsein in unserer Kultur ja immer ein bisschen problematisch war, kirchlich besetzt, Sexualität und so weiter. Und jetzt ist es auf einmal so, dass es in Ordnung ist, wenn man nackt ist am Strand, aber einen Anzug zu haben, ist nicht okay. Irgendwas kommt noch dazu, oder? Irgendwie sowas. Ja, ich glaube. Es scheint ja ein sehr aufgeladenes Thema zu sein. Ja, es ist nicht. Reizthema. Es ist keine Debatte um angezogen sein oder nicht, sondern es ist eine Debatte des Islams. Möchte man die Kultur haben? Akzeptiert man die Kultur im eigenen Land? Aber es ist eine Sache, wie es derjenige interpretiert für sich. Sieht das als Freiheit? Oder sieht das als Zwang? Mhm. Und da muss ich auf jeden Fall mein Statement bringen, weil es geht ja weiter. Was ist mit der Burka? Ja. Und ich finde, dass eine Burka aus religiösen Gründen nicht okay, also das ist jetzt meine Sichtweise, weil das einfach eine Verachtung der Frau ist, weil eine Ganzkörperverschleierung, da ist man nicht auf gleicher Ebene, wenn man das Gesicht des anderen nicht sehen kann. Ja? Und ich verstehe die Leute, weil du sagst, es liegt an der Sichtweise, ich verstehe Leute, wenn sie sich verstecken möchten. Ja? Also ich glaube, wenn bei uns irgendwelche Frauen angegraben werden, das ist dem bestimmt auch nicht angenehm und das ist natürlich klasse, wenn man da so einen Sack hat. Ja, und da wird man nicht angequatscht, dann gibt es noch diese sozialen Regeln. Aber es ist eigentlich eine Verschleierung der gesellschaftlichen Probleme dann. So quasi, man hat diese Probleme mit Männern, ja, sie sind vorhanden und ja, die löst man am besten, indem man eine Frau verschleiert. Es ist keine Lösung, weil Gewalt gegen Frauen besteht fort. Und was ich eben noch sagen wollte ist, es ist natürlich toll, sich verstecken zu können, aber es ist nicht gesund. Weil ich denke, dass das die Kehrseite von Wachstum ist Schmerz. Und Erfahrungen zu machen, wenn sie auch verletzend sind, wie halt jetzt irgendwie vielleicht nachgepfiffen zu werden oder blöd angequatscht zu werden, glaube ich, kann auch zu Wachstum führen. Ohne jetzt zu sagen, die Leute müssen die Erfahrung machen. Aber ich finde es nicht richtig für die Leute, die eine Burka tragen, für sich selber tragen, weil ich glaube, dass die sich einfach vor Problemen verstecken. Und ich finde es nicht gut, wenn das vorgeschrieben ist, weil das einfach eine Person herabwürdigt. Und mir ist es ja eigentlich wurscht. Ja? Das sollen die Frauen machen. Ja? Weil ich, wenn man jetzt über Emanzipation spricht, ich habe das große Problem, dass ich dann Frauen die Fähigkeit abspreche, Probleme selber zu lösen. Wenn ich sage, ja, na, und jetzt brauchen wir die Frauenquote und jetzt, was gibt es noch? Wie werden Frauen gefördert? Gendern, jetzt müssen wir gendern und so.
habe ich das Problem, ich war da ein großer Vertreter davon, dass ich einfach sage, ja, man muss den Frauen helfen, weil sie selber schaffen sie es nicht. Und das ist dann in meinem Kopf drinnen. Und deshalb denke ich, man muss das den Frauen überlassen, sich das zu erstreiten, was sie möchten. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich der Einwand. Kommt der Einwand? Na. Strukturen. Es liegt an den Strukturen. Ja, Sprache schafft Realität. Und man muss erst die Strukturen aufweichen, damit Wandel möglich ist. Ja, aber nicht mit mir. Das sollen die anderen, das sollen die Frauen machen. Glaubst du, dass dir das Groß der Frauen da draußen so zu beipflichten würde? So, ja, das absolut nicht. Nein, das ist mein persönliches. Selber schaffen. Was für eine Frage? Dass sie das selber sich daraus befreien müssen, selber emanzipieren? Ich glaube, dass es ein strukturelles Problem ist. Ich glaube, das braucht gesetzliche Lösungen. Gesetzlich? Gesetzlich, ja. Ich glaube nicht, dass das aus dem Volk... Aber die Entscheidungsträger sind ja oft Männer, oder? Also wie sollen sie die Frauen... Ja, jetzt pass auf, Harald. Wer ist denn die Mehrheit? Wer wählt denn die Leute? Der Großteil der Bevölkerung sind Frauen. Der Großteil? Ja, weil die Männer früher sterben. Nein, insgesamt gibt es mehr Frauen als Männer. Das heißt, da sind die Entscheidungsträger gefragt. Die wollen gewählt werden, dann machen die Gesetze so. Das ist... ist Demokratie. Also du bist für eine Frauenpartei? Ich habe mit der Sache nichts zu tun, weil das mich dann zu einem Sexisten macht. Bist du für eine Frauenpartei? Nein. Okay. Kann ich jetzt noch ein Getränk bestellen? Gerne, ja. Das kommt jetzt das Stichwort für den Beitrag. Ich dachte, du machst das. Ach, ich mach das. Und wie sich die Emanzipation in Salzburg durchsetzt und welche Wege die beschreitet, seht ihr jetzt in dem folgenden Beitrag. Sie nehmen heute beim 8. Salzburger Frauenlauf teil. Wieso? Wieso? Weil ich gern laufe. Schwere Frage. Sehr geehrte Zuschauerinnen. Liebe Zuseherinnen und... ja. Wir berichten heute von einer Veranstaltung, die die fragwürdige Idee ersonnen hat, dem Großteil der Bevölkerung Geld für den Fußweg abzusprechen. Wir haben uns ähnlich wie die Organisatorinnen des Frauenlaufs dazu entschieden, der Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft mit purer Männerfeindlichkeit gegenüberzutreten. FS1 hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hintergründe dieses Großereignisses zu beleuchten und ist auf eine Glaubensgemeinschaft gestoßen, die nur scheinbar dieser Geschäftsidee erliegt. Ich darf vielleicht fragen, was du da als Mann am Frauenlauf machst. Ich darf die Wasserflaschen und das After-Laufgewandel quasi da mitnehmen für meine Freundin. Vom Veranstalter her haben wir ja das regelmäßiges Laufen, Selbstachtung und Selbstwertgefühl fördern. Wieso laufen Sie heute nicht mit? Weil ich keine Frau bin. 1, 2, 3, sehr schön. Es ist ja eine Veranstaltung für Frauen, ausschließlich für Frauen. Bejahen Sie das oder würden Sie die Männer mit einbinden? Also es gibt ja genug gemischte Veranstaltungen. Der Unterschied ist nämlich, hier geht es mehr um Freude, um Spaß, nicht so sehr um Ehrgeiz. Es sind viele, die walken nur, es sind viele mit den Kindern da. Einfach auch, um eine Gemeinschaft zu demonstrieren. Und wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Also mit gutem Training natürlich. Ja. Und was versprechen Sie sich dadurch? Ja, stimmt es, dass die Erste im Zug gewinnt und nicht die Schönste? Jetzt Gerüchten zufolge ja, aber das werden wir uns nachher im Zug genau anschauen. Nein, es sind 1800 wunderschöne Frauen da. Vom Veranstalter ist zu hören, dass regelmäßige Bewegung zu Selbstachtung und Selbstwertgefühl führt. Ja. Warum laufen Sie heute nicht mit? Warum laufen Sie heute nicht mit?
Von wem stellen Sie sich vor, heute verfolgt zu werden, um schneller am Ziel zu sein? Eigentlich von mir selber. Was für Ziele hat Ihre Frau für den heutigen Lauf? Meine Frau, die geht die 5,3 Kilometer. Ja. Okay. Ich darf bei mir die Initiatorin, die Ruth Langer, bei mir begrüßen. Hallo. Gleich zur ersten Frage. Wie und wieso wurde diese Geschäftsidee erstmals initiiert? Es gab vor vielen Jahren schon einen Frauenlauf in Salzburg und dann war kurz Pause. Und dann haben wir gesagt, dann probieren wir das und das machen wir jetzt, glaube ich, sehr erfolgreich seit 8 Jahren. In der Teilnahmeinformation und auch auf der Homepage sind Firmen angeführt wie die Shopping Arena und Primadonna Sportiva. Ist das auch ein lukratives Geschäft? Ich meine, so eine Veranstaltung funktioniert nicht ohne Sponsoren. Wie schafft man es, dass Menschen für Dinge Geld ausgeben, die an sich nichts kosten, wie Laufen oder Gehen? Gab es im Vorfeld Proteste, weil das speziell für Frauen ist? Nein, 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 überhaupt nicht. Könnte man den Frauenlauf als Aufforderung verstehen, vor etwas wegzulaufen? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Uns ist es ganz wichtig, dass wir die Frauen in Bewegung bringen. Man weiß, Laufen, Bewegung ist gesund. Die Aktion Frau läuft könnte auch emanzipatorisch aufgefasst werden als Ablehnung gegenüber der Männerwelt. Haben es die Männer nicht schwer genug, dass die Frauen bei ihnen bleiben? Nein. Die Bewegungsaktion Frau läuft sagt ja, regelmäßig Bewegung wirkt sich auf den Lifestyle aus. Scheint da nicht die Gefahr auf, an Fitnesswahn zu unterliegen? Nein, nein, das glaube ich nicht. Weil es ist ja so, dass ein gewisser Druck ja auf den Menschen liegt. Man muss sich immer wieder bewegen. Und ob das nicht vielleicht schädlicher ist, diesem Druck ständig ausgesetzt zu sein? Nein. Laufen soll ein Ausgleich sein zum Beruf und es soll nicht wieder Stress verursachen. Also das ist sicher nicht das, was wir anstreben. Dieser Frauenlauf wollte Zeichen setzen und über der Veranstaltung thront die Schutzpatronin des Salzburger Frauenlaufes. Warum am Start eine überdimensional große Vagina auf die Läuferinnen und Läufer wartet, entzieht sich leider völlig unserer Kenntnis. Gehen Sie zur Mammographie-Untersuchung? Gehe ich, ja. Okay. Ja. Können Sie das selbst abtasten? Können Sie das vorzeigen? Jetzt will ich es nicht vorzeigen, ehrlich gesagt. Können Sie das abtasten vorzeigen? Ich denke, das ist ein sehr intimer Bereich. Und wieso sollten wir die Brustkrebshilfe unterstützen? Ja, weil einfach wirklich die Forschung ist einfach immer nur, wie soll ich sagen? Können Sie das Abtasten vorzeigen? Natürlich, ganz ein wichtiger Punkt. Wie sehen Ihre Stuhl, Ihr Stuhlverhalten aus? Ernst mal dazu. Man hört ja vom Veranstalter, dass Bewegung generell gesund ist natürlich und dazu führt, dass die Nahrung kürzer im Körper verbleibt. Wie sieht es denn am Stuhlverhalten aus? Das flutscht. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Ja, regelmäßig. Ob die Veranstaltung ein voller Erfolg war, wird sich zeigen. Wir waren auf jeden Fall dabei, hatten unseren Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Boah, ich hab's eh schon fast durch. Was steht denn im Wissenschaftsteil? Ja. Neueste Studie aus den USA. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Intelligenz vererbbar ist. Angeboren. Ah. Na, das kann man so nicht stehen lassen. Da müssen wir jetzt diskutieren. Ja, sozial angeboren vielleicht. Sozial angeboren? Ja, sozial. Was soll das? Das ist so ein Scheiß. Was soll das sein? Sozial angeboren.
angeboren ist Genfluss. Was hat Genfluss mit Sozialität zu tun? Ja, ist ein Wortspiel. Also. Also es ist angeboren, weil man halt in soziale Strukturen reingeboren wird. Und das hat Einfluss auf die Intelligenz, in welchen Strukturen man reingeboren wird. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Was war dein Einwand? Warum kann man das nicht so stehen lassen, wie es in der Zeitung steht? Das ist ja das altbekannte Ding. Nature versus Nurture. Also Natur, die beiden Extrempole sind ja die. Entweder ist es angeboren irgendwas oder es ist erlernt. Nachdem wir diese Brainwashing-Institution Universität durchlaufen haben, müsste uns jetzt mittlerweile klar sein, und müssten wir auswendig im Schlaf rezitieren können, es ist mindestens eine Interaktion zwischen beiden. Die Position gibt es ja auch noch. Also es ist nicht nur angeboren und es ist nicht nur erlernt, sondern es ist quasi, es gibt zwar ein angeborenes Potenzial, aber entscheidend ist mit, welche Anreize die Umwelt schafft, welche Reize oder Möglichkeiten die Umwelt einem Individuum bietet, aus dem sich das heraus bedienen kann und sozusagen sein Potenzial entfalten kann. Das heißt, da war der Harald. Deswegen kann man nicht sagen, einfach, das kann man nicht so stehen lassen, dass Intelligenz einfach nur angeboren ist. Das hat der Harald recht gehabt. Das ist was, hat was mit Erlernen auch zu tun, wo man hineingeboren wird. Ja. Okay. Die Frage, die sich mir dann auftut, ist, wenn es einen Teil gibt, der vererbbar ist, hast es dann, dass Leid schlauer werden, weil sich, stimmt es oder ist die Annahme richtig, dass sich klügere Leute vermehrt fortpflanzen und dass die Gesamtbevölkerung deshalb schlauer wird? Den Eindruck habe ich nicht. Würde ich auch dagegen halten. Aber ist es nicht so, dass schlaue Leute mehr Kinder haben? Also was ist dein Grund? Auf was führst du das zurück? Ja. Weil ja, evolutionär die anderen sind ja so blöd gesehen und merken nicht, wann eine Naturkatastrophe kommt. Nee, deswegen sterben die öfters weg. Die Intelligenten können bessere Nahrungsquellen finden. Ja. Und das sind schlauer in der Reproduktion. Aber das kann man schon nicht sagen. Naja, prähistorisch wahrscheinlich schon. Dass die dummen Leute, die halt von der Schlucht springen, sterben und die Schlauen, die davor anhalten, überleben, ist wahrscheinlich klar. Ich meine, wie viele Fälle gibt es so? Prähistorisch weiß ich nicht. Aber es ist doch so, wenn du intelligent bist, dann hast du eine bessere Arbeit, nimmst eine höhere Stellung ein. Na? Ja, okay. Oder? Tendenziell meinst du? Ja, ist doch so. Und dann bist du attraktiver für Frauen und hast mehr Seitensprünge. Gut. Warum bist du attraktiver, wenn du Viel Geld verdienst, Harald? Bist. Wenn du einen guten Job hast und viel Geld verdienst, warum du attraktiver bist? Was hat das mit der Schönheit? Ach so, meinst du, dass man attraktiver für Frauen ist, weil man mehr Status hat? Kann es sein, dass du voll evolutionspsychologisch argumentierst? Gerade bin ich voll dabei, ja. Und das ist meine Frage. Stimmt das? Und ich würde eben davon ableiten, dass die Leute schlauer werden, weil die halt mehr Kinder haben und die Kinder auch wieder schlau sind und es wird halt immer mehr und immer mehr. Ja. Aber es schaut jetzt erstmal nicht so aus, oder? Wenn man sich die politische und gesellschaftliche Landschaft anschaut. Also zum Beispiel, das war ja auch im 19. Jahrhundert, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, da ist ja der Begriff Eugenik oder sowas aufgekommen. Wann war das? Im 19. Jahrhundert. 1900, habe ich mal gehört, ja, in Großbritannien, dass die Eliten, die sogenannten, die selbsternannten Eliten, hatten Angst, dass sie ausdünnen, weil quasi die ganzen Armen, Dummen, die vermehren sich wie die Ratten und quasi die Reichen, Klugen, was weiß ich, die vermehren sich halt nicht so und deswegen laufen die Gefahr auszusterben. Also und das... Das ist dann nicht das Problem, dass sie den Reichtum zentralisieren. Das ist so ein Gegenbeispiel für das, dass quasi sich die Intelligenten, wenn man es jetzt mal auf die Eliten beschränken möchte, dass die sich eben nicht mehr vermehren, sondern eher die Dummen. Aber das mit dem Vermehren wäre ja noch gar nicht das Problem. Es kann ja sein, dass sie sich mehr vermehren, aber es werden halt immer weniger, oder? Es werden immer weniger reiche Leute.
Vielleicht ist das einfach das Problem. Warum sollen die reichen Leute weniger werden? Weil sie Geld immer mehr zentralisiert und es immer mehr Arme gibt und weniger Reiche. Ja, aber trotzdem kann doch die Anzahl der Millionäre steigen. Ja, bis zum gewissen Punkt wahrscheinlich. Ja, wie jetzt? Okay, also ist es nicht so, die Menschen... Weil halt die in absoluten Zahlen vielleicht, aber im Verhältnis werden es weniger. Ja, im Verhältnis auf jeden Fall. Das heißt, die Menschheit wird nicht klüger, obwohl Intelligenz vererbbar ist. Aber vielleicht, weil wir schon Eugenik angesprochen haben. Klugheit und Intelligenz sind zwei verschiedene Sachen. Klugheit geht für mich in Richtung Weisheit und Intelligenz ist für mich was anderes. Und weil wir Eugenik angesprochen haben, kann das so sein, dass man jetzt das Genmaterial manipuliert und da Intelligenz anscheinend vererbbar ist, kann man da ins Erbmaterial Intelligenz reinpacken und dann ist es die Möglichkeit, die Menschheit klüger zu machen. Die Frage ist, ob nicht so intelligente Leute überhaupt an das denken. Sie haben ja gar nicht die Möglichkeit, das zu machen. Das ist richtig. Es kommen auf jeden Fall sehr viele Bereiche rein, ne? Also so Reproduktion. Guter Freund von uns, beiden wird zum Beispiel sagen, dass Klassen sich immer wieder reproduzieren. Mhm. Das hängt ja dann eher mit der Klassenzugehörigkeit zusammen und weniger mit der Intelligenz. Also, ja. Mhm. Ist es vielleicht mal interessant zu klären, weil du hast gesagt, du wirst jetzt Klugheit von Intelligenz unterscheiden, mal zu klären, was ist überhaupt Intelligenz? Ja, da wird dir jeder eine andere Definition geben. Weil ich habe gehört, Intelligenz ist Arbeitsspeicher. Also, wie viele Informationen kannst du in einer bestimmten Zeit verarbeiten? Ja, das habe ich auch schon davon gehört. Und macht doch irgendwie Sinn, genau. Also das quasi, ich habe mal so gelernt in meinem Studium Psychologie, dass, da gab es so Studien mit Hirnforschung und so, dass quasi intelligentere Leute sind schneller und besser darin, relevante von irrelevante Informationen zu unterscheiden. Mhm. Und dadurch haben die quasi nicht so ein Kauderwelsch-Kuddelmuddel im Gehirn und deswegen können die halt, sagen wir so, aus einer höheren Perspektive, also aus einer oben drauf blicken und sich dann halt die Sachen einfach rauspicken und haben dann quasi vielleicht nicht mehr Arbeitsspeicher, aber können den effektiver nutzen irgendwie. Die können die unnütze Informationen weghalten. So. Mhm. Was ist da in der Redaktion falsch gelaufen, dass man so eine Behauptung, die anscheinend nicht stimmt? Falschaussage ist natürlich ein harter Begriff. Ne? Zu hart. Das ist weit gegriffen, weil da würde man dann so bewusste Fehlinformationen zu streuen, würde man da möglicherweise dem unterstellen. Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass es ist immer schwierig, wissenschaftliche Erkenntnisse irgendwie populär irgendwie rüberzubringen, sodass es ankommt. Dass man es versteht. Wird es ein bisschen frisiert halt, wird ein bisschen was weggelassen, ein bisschen vereinfacht. Du kannst es nicht so von so einem Paper kannst du jetzt nicht den ganzen Dingsbums, die ganze Schlagzeile nehmen. Du musst einen Slogan entwickeln. Einen Slogan. Ja, aber was macht denn das, was zeichnet denn das für ein das Bild von Wissenschaft? Gut, du hast die Freiheit der Forschung und theoretisch sind die Universitäten unabhängig und so, aber die sind nicht unabhängig, weil jeder wird von irgendeiner Hand gefüttert und wer zahlt, schafft an, habe ich mal gehört. Oder wer anschafft, wer zahlt, schafft an. Und nicht den Faden verlieren. Dementsprechend haben halt dann auch die Forschungsaufträge einreichen, irgendwo so einen Rechtfertigungsdruck gegenüber denen gegenüber sie das Forschungsgeld verlangen. Und dann müssen sie sich schon gewissen Strömungen anpassen, bestimmten Modeerscheinungen, sag ich mal so. Wollen wir eigentlich so über die Unis reden jetzt die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Nee, zahlen wir, oder? Zahlen wir. Zahlen wir. Bevor wir zahlen, kommen wir zu unserem nächsten und letzten Beitrag. Wir haben nämlich uns auf die Straße in Salzburg gewagt und wollten einfach mal wissen, wie schlau Salzburg ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Wie schlau ist Salzburg? Ich habe mir 20 Fragen überlegt und werde den Salzburgerinnen und Salzburgern jetzt mal auf den Zahn fühlen und mal schauen, wie leicht sie sich aufs Glatteis führen lassen. Ja, willkommen beim Straßenquiz.
Magst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Marvin Zimmermann, ich bin vom Salzburg-Land. Mein Name ist Johanna Ronicek, ich komme aus Wien. Mein Name ist Gerlinde Sanchez-Castillo, ich komme aus Salzburg und bin hier am Residenzplatz Fiakerin. Ich heiße Adriana Stoff, ich bin aus Österreich, aber meine Mutter kommt aus Venezuela. Ich bin der Alex und... Kommst du aus Salzburg? Ja. Okay, dann legen wir gleich mal los. Als Einstiegsfrage, was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Rot. Meine Lieblingsfarbe ist grün. 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 Nein. Was heißt nein? Blau. Was ist nein? Bitte? Ach so, das war jetzt so die Antwort auf die nächste Frage. Weißt du, wie viele Bundesländer Österreich hat? 9. 9. 9. 9. 9. 9. Okay, richtige Antwort. Was mich schon immer interessiert hat, wer hat denn eigentlich beim Geschlechtsverkehr Vorfahrt? Keine Ahnung. Vorfahrt? Das ist eine lustige Frage. Ja. Vorfahrt, die Nachfahrt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendeine Vermutung? Mann? Ja, eher der Mann. Ich glaube, wir sind jetzt gleichberechtigt. Gleichberechtigt. Gibt es überhaupt so Regeln? Gibt es keine Regeln. Gibt es keine Regeln. Wie jeder mag so halt, ja? Ja, genau. Ja, ja. Oder der mit dem Führerschein. So ungefähr, ja. Okay. Wobei Frauen aber auch Führerschein haben. Ah ja, stimmt, da war mal was, gell? Kennst du Carlos? Na? Weißt du was, was ist ein Spanier ohne Führerschein? Carlos. Was ist eine Salonalbumserie? Wie heißt das Wort nochmal? Salonalbumserie? Keine Ahnung. Salonal. Das ist... Soll ich ein paar Vorschläge machen? Ja. Vielleicht was Anstößiges oder so eine Art Bilderbuch oder eine Vorrichtung zum Schächten von Tieren. Eine Vorrichtung zum Schächten von Tieren? Eine Vorrichtung für Tiere schächten. Dann würde ich mich fürs Dritte entscheiden. Das Schächten von Tieren? Ja. Nee, Schächten von Tieren glaube ich auf keinen Fall. Bilderbuch für Kinder glaube ich auch nicht. Müsste für Erwachsene sein im fortgeschrittenen Alter. Irgend sowas, irgendeine Mischung. Weiß es nicht, tut mir leid. Also, ich sage auf jeden Fall, das ist ein Rübelbumser. Okay. Ja, auf jeden Fall. Antwort B wäre richtig gewesen, eine Art Bilderbuch. Salonalbumserie, so spricht man es eigentlich aus. Ah. Was glaubst du, wer war Dichter? Harald Junke oder Johann Wolfgang von Goethe? Der Goethe natürlich. Ja. Goethe. Goethe. Harald Junke. Der Goethe, ja. Okay. Der Junke war auch Dichter, aber der war sicher dichter wie der Goethe. Okay, ja, schon. Auf jeden Fall dichter wie der Goethe. Johann Wolfgang von Goethe. Okay. Ja, Erich Honecker wäre es gewesen. Oh. Aha. Kennen Sie den? Ja, den kenne ich, aber der stand ja nicht zur Auswahl. Ja, der war, glaube ich, von der ehemaligen DDR. Nein, den gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Den gibt es nicht mehr, gell? Dachdecker war er, genau. Aber Johann Wolfgang von Goethe ist natürlich richtig. Zum Abschluss unserer Sendung haben wir uns noch ein Format überlegt, dass Themen behandelt, die positiv auszuführen sind. Und einen Themenpunkt werden wir jetzt nacheinander abhandeln. Mach ich nun mal. Wenn ich jetzt Zuschauer wäre, müsste ich nicht mehr davon gehen. Ja, dann machst du bitte. Nein, Frage. Entschuldigung. Ich finde, das war gut. Ja. Das war eh gut, ja. Ich finde da, vor allem mit dem machen wir es nun mal. Ja, das erste Thema ist Diktatur. Ja. Diktatur was?
Müssen wir jetzt was Gutes dazu sagen? Ja, pro Diktatur. Ja, ich bin ja da, weil da gibt es nicht so viel Meinungsverschiedenheiten und Streitereien. Da kommt man einfach schneller zum Punkt und der wird gemacht und geredet. Da passiert was. Ja. Da geht was vorwärts. Mhm. Wurscht, in welche Richtung, Hauptsache Konsens. Mhm. Nächstes Thema. Ja. Wie schaut es mit religiösem Fundamentalismus aus? Ich kann dem was sehr Gutes abgewinnen. Und zwar hat man da mal ein Ziel vor Augen. Ein Sinn. Werte. Ja. Ein Wert. Ja. Die Basis wird auch irgendwo gestärkt. Ja, genau. Gruppendynamik, ja, Zugehörigkeit. Und ich weiß die Wahrheit. Ich habe Recht. Selbstjustiz. Ist jetzt nächste Selbstjustiz. Mhm. Das ist gut, weil es ist nicht so kompliziert, oder? Man muss da nicht da irgendwie in den Gerichtssaal gehen und dann legt einer wieder einen Einspruch ein und dann kommt der frei, weil das nicht bewiesen ist, dass der was angestellt hat. Und wenn man das selbst in die Hand nimmt, dann ist es geschehen. Und dann gibt es... Was ist dann? Geschehen ist es dann. Das habe sogar ich verstanden. Dann gibt es kein... zurück, nicht? Also ja, und es wird auch Arbeitsplätze schaffen im Waffenbereich, oder? Arbeitsplätze sind doch alles. Ja. Ja, also wenn man Selbstjustiz macht, dann macht man das wahrscheinlich auch professionell, oder? Es sei denn, oder? Es ist jemand dabei, der kann geraten oder sowas. Es ist sowieso alles erlaubt, was nicht verboten ist. Aber warum tue ich es, weil ich es kann? Okay, haben wir noch was? Nächstes Thema. Polygamie, Polyamie. Es gibt viele Kinder und viele Krankheiten wahrscheinlich. Das ist gut. Das ist gut. Warum? Das reduziert wiederum die Gesamtbevölkerung. Ich sage jetzt nicht, dass ich polyam bin oder so, aber zumindest das, was mir jetzt einfallen würde, dass man nicht mit jedem Menschen dasselbe teilt. Und deswegen kann man das sozusagen auf mehrere Schultern verteilen. Und, was ich auch mal gehört habe, dass früher in Australien bei den Ureinwohnern oder soll in Australien noch ursprünglich lebendäre Menschen geben, Stämme geben, die, bei denen ist das Polygame so, ganz sozusagen normal. Ich habe eine Aussage. Liebe ist die einzige Sache, die mehr wird, wenn man sie verschwendet. Ja, nicht verschwendet, teilt. Ich würde nicht verschwenden. Liebe verschwendet man nicht. Liebe gibt man, Liebe teilt man. Gruppenarbeit, Kompromisse. Kompromisse sind gut, weil dann das Interesse zum Teil von jedem gewahrt wird. Es gibt keine Verlierer. Positiv ausgedrückt. Hat dir noch was ein? Nein. Das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Gruppenarbeit ist gut, weil man kann sich Arbeit aufteilen. So mache ich das auch immer. Das ist Arbeitsteilung. Arbeitsteilung, super. Kompromisse. Mundgeruch. Mundgeruch. Positiv. Absolut man positiv. Man hält mehr Abstand. Ja. Ja, man wahrt so die Privatsphäre. Absolut. Ja. Absolut. Das ist gut. Man kann auch hat man mal Raum für sich. Mhm. Mhm. Terror. Terror. Ja, super. Terror. Terror ist gut, weil... Schafft Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum. Arbeitsplätze? Kurbelt die Wirtschaft an. Ja. Wieso Wirtschaft? Sprengt man ein Haus in die Luft. Okay. Ja. Das ist die Waffenindustrie. Und ja, hey, die Sicherheit muss erhöht werden. Sicherheit erhöht. Und wir müssen mehr Kameras verkaufen. Da fühlt man sich doch gleich sicherer. Mhm. Ja. Und es ist doch ein Ausdrucksmittel auch, dass irgendwas in Ordnung ist. Ja. Ja? Dass da Interessen nicht berücksichtigt werden etwas Menschen in sich Gehör verschaffen. Mit Füßen getreten werden anscheinend. Wenn es das nur wäre. Gut. Okay. Jetzt kommt die Verabschiedung. Jungs, ihr könnt ja noch irgendwas sagen, der Abspann läuft. So, ja, wir müssen jetzt tun, was. Ja, hey! Ich glaube, das reicht. Gut. Geh mal. Ich glaube, das soll nochmal machen. Möchtest du so negativ weitermachen?